很多朋友问我怎么做培根，你们知道有问题叫安迪，任何东西安迪知道怎么做，是不是？是，是的。所以安迪教我们怎么做传统奥地利的培根，这个是他的培根，我们今天用这个培根做传统意面。六个月前我们开始了做这个培根，我们回去看看。大家好，我是 Andy， 我是奥地利的小虎，我们今天做 Andy 拍的培根。今天我们做第一步，腌猪肉。我们要三个不同的盐 ：Burger salt、Tartar salt 和 Meer salt， 还有黑胡椒、香菜、孜然、独松子和香叶，还有大蒜、洋葱和一点点红糖。当然，我们还要猪肉，40公斤猪肉。把所有的东西打碎，倒到一个大的盆子里。然后搅拌均匀。把猪肉洗干净，然后榨干。我们今天用两个部位的肉，一个是 Kalbi Speck， 第二个是 Bauch Speck。 现在腌肉，肉腌好呢，我们把肉压紧。这样腌3到4天。Wir wollen, dass sich in diesem Container jetzt eine Eigenlake bildet. Das heißt, das Wasser aus dem Fleisch wird langsam nach außen gezogen und es wird diesen Container und das ganze Fleisch füllen. Wir haben dieses Holz oben drauf gepackt, einfach nur, um das zu beschweren, um sicher zu gehen, dass das ganze Fleisch im Wasser drinnen bleibt. Nach 3-4 Tagen schauen wir dann, ob genug Eigenlake produziert worden ist, dass das ganze Fleisch bedeckt wird. Falls nicht, füllen wir ein bisschen Wasser nach. Wichtig ist, das muss an einem dunklen Ort stehen, bei 10 bis 15 Grad.今天做完了3、4天后，我们再回来。本来要等7天，但是1天后已经做好了。我们看一看。Wie lange man wartet, hängt von der Masse der Eigenlake ab. Wichtig ist, dass das ganze Fleisch vom Wasser bedeckt ist. Die Fleischqualität und wie dicht das Fleisch geschlichtet wird, spielen auch eine Rolle, wie schnell es von der Eigenlake bedeckt wird.这样腌4个星期，这4个星期里肉不能接触到空气，同时室温也要保持在10度左右。4个星期后我们再回来干嘛？ Mach's Licht aus。
下个星期后我们回来继续做备课。如果你们想知道为什么我剪了头发就看我的圣诞视频。 打开后，这个肉非常鲜，所以现在我们要洗干净。安迪用牙刷酸盐腌制猪肉，外表看不出来颜色，但是解开可以看到肉里面的颜色非常鲜艳，非常漂亮。 So, jetzt nach dem Bröckeln und wascht man die Gewürze ab, dass das nicht zu stark ist, das je nach Geschmack. Und dann tut man es eine Woche lang aufhängen, zum Durchbrennen hast es. Das heißt, damit sich der Salzgehalt im Fleisch überall gleichmäßig verteilen kann. Und dann wird erst geräuchert. Und das Fleisch soll unbedingt ganz trocken sein, damit vom Rauch keine Bitterstoffe am Fleisch hängen bleiben können. Ja, jetzt müssen wir es trocknen. Eine Woche später wird es dann geräuchert.关起来，然后晾干一个星期。一个星期后再回来。几天后，我们回来看看我们的肉怎么样。 在60度空气湿度下，肉晾了几天。 肉已经全部挂在里面，现在我们准备试用的木头。Also, manche machen einen Sparbrand. In unserem Fall, wir verwenden so ein Gitter, wo man das jetzt mit Sägemehl, mit Buchensägemehl. Also, man soll generell zum Räuchern nichts Harziges verwenden. Okay, kein harziges Holz. Also, okay. Es eignet sich Buche, Eiche, Kirsche, Apfel, Wacholder in die Richtung. Also je nach Rauchgang jetzt quasi füllt man das. Ich muss das erst ein bisschen austesten, wie viel das jetzt räuchert, wie lange das räuchert. Du kannst das auf zwei Seiten anzünden oder auf einer. Mhm. Ich tue da jetzt ein bisschen von allem ein bisschen rein einfach. Das ist vielleicht eine Spielerei. Muss nicht jeder machen, kann man machen. Das sind einfach verschiedene Rauchgeschmack an seiner Seite. Das Räuchern hat mehrere Nutzen. Der allerwichtigste Vorteil ist aber das Rausziehen der Feuchtigkeit von dem Fleisch, um es dann länger haltbar zu machen. Daneben wirkt der Rauch auch antimikrobakteriell und die Poren des Fleisches schließen sich und somit ist es sozusagen schwieriger,
für Tierchen oder andere Bakterien in das Fleisch einzudringen. Auch natürlich hat es einen Effekt für den Geschmack. Jeder räuchert anders, manche räuchern lieber länger, über einen längeren Zeitraum oder öfter mit Pausen dazwischen. Es gibt ganz verschiedene Philosophien. Wir räuchern diesen Speck über die kommenden Tage jeden Tag ca. 2 Stunden, um ihm einen guten, intensiven Rauchgeschmack zu geben, aber nicht zu viel Rauch auf den Speck zu geben. An die Hui Mädchen, schön lange Schausche, Woman Chi Tian Ho, Hui Lai Kan Kan, Woman the Ro, Zimmerjang. I Ching Shun Le, Chi Tian, Chige Bacon, De Yanze, I Ching Shun Le. Zum schonenden Räuchern wird die ersten Tage 2 Stunden pro Tag geräuchert. Später dann insgesamt 3 bis 4 Wochen räuchert man mehrere Stunden am Tag. Der Räucherofen bleibt währenddessen die ganze Zeit verschlossen und wird nie wärmer wie 10 Grad. Schönle, Sügeschinji ho, Bata, Nazulai. Kan do piao yang. Gua zha di li, liang ge xin qi hou, jiu ke zhi le. Nach dem Räuchern muss der Speck noch reifen. Nach 2 Wochen ist er dann endlich essfertig. So viel Speck isst man natürlich nicht alles sofort auf. Wie er hier hängt, kann er für mehrere Monate genauso im Trockenen und im Kühlen gelagert werden. Yang Xin Xi Ho, Hui Lai. Yijing hui lai le, ke chi bacon. Andi, jindian shi wo men de po tui, ni me kan wo shi shima. Also Andi, wie isst man jetzt so an Speck ganz traditionell? Am besten am Berg mit der Bretteljausen. Genau, eine ganz simple Bretteljausen mit einem frischen Brot. Dadurch, dass der gesalzen und geräuchert ist, kann man den einfach so essen. Und in Tirol wird es auch eigentlich standardmäßig immer so gemacht. Also kalt aufgeschnitten. Und schon geht's los. Tschüsse, 20 Tode, Bretteljause. 我们的贝壳就直接吃，因为是风干的，是腌的，所以不是生的，是熟的。然后我们试一下，安利，一点黄芥末酱，好好吃。 Gut ist, oder? Ja. Richtig eingesalzen. Nicht zu salzig. Genau richtig. Lang greift. Mhm. Wir haben jetzt doch schon einige Wochen auf den gewartet. Auf diesen Speck. Mhm. Ja, das ist sehr gut. Mhm. Der Topf ist nicht zu klein. Spaghetti kochen tut man in einem großen Topf. Nein, Güte. Kann man das da auch verwenden, oder? Nein, kann man nicht verwenden, deswegen. Ich bin dann jetzt, weil man den nicht verwenden kann.
nehmen. Gut. Ich gebe jetzt nur in den Topf, gell? Stech dich mit dem kleinen Scheißer noch. Diskriminiert meine Töpfe. Das ist übrigens dein Topf.